Unter meinen letzten Videos haben sich so einige Kommentare zusammengesammelt, auf die ich gerne einzeln einmal eingehen möchte. Natürlich beantworte ich sie auch immer selber direkt, wenn ich die Zeit dazu finde und es auch direkt mitbekomme, dass ihr etwas unter meine Videos geschrieben habt. Ich finde aber trotzdem, dass es so einige Kommentare gibt oder auch Fragen gibt, die einfach für alle mal interessant wären. Und ich möchte die jetzt einfach mit diesem Video einmal aufgreifen und euch direkt meine Antwort dazu geben. Das erste Kommentar ist von Celine B. Sie schreibt: Hey, ich habe immer so einen starken Gel-Cast, den ich nie wirklich 100% wegbekomme. In Klammern, ich benutze auch selbstgemachtes Leinsamengel. Was kann ich da machen? Hilfe bitte. Also dazu, dass man einen zu starken Gelcast hat, kann ich erst einmal sagen, dass man dann natürlich darauf achten muss, dass man den Gelcast richtig ausknetet, sodass er eben nicht mehr da ist. Also nachdem die Haare getrocknet sind, die Haare schön knetet, damit der Gelcast komplett rausgeht. Ist er aber so stark, dass ihr ihn nicht mehr rauskneten könnt, dann müsst ihr einfach bei eurer Styling-Routine auf die Menge von Gel verzichten, das ein bisschen runterfahren und schauen, wie viel ihr überhaupt braucht. Bei Leinsamengel kann ich sowieso generell sagen, da ist eigentlich eher immer mehr ist besser. Also ihr könnt da wirklich viel nehmen, das lässt sich super rauskneten und ist sehr leicht in den Haaren. Also probiert einfach mal mit der Menge. Manche erzählen noch, sie kriegen gar keinen Gelcast, dann braucht ihr halt etwas mehr. Das zweite Kommentar ist von Thomas Blechschmidt. Er schreibt: Mit einem großen Küchensieb geht es schneller. Das bezieht sich auf das Video dazu. Also ich denke, es war unter einem generellen Video, in dem ich meine Produkte für die Curly Girl Methode vorgestellt habe. Und da ist eben immer der Föhn mit dem Diffusor dabei. Und ich habe schon öfter im Internet gelesen, die günstigere Alternative ist es, einfach die Haare in so einem Sieb reinzuföhnen, statt dem Diffusoraufsatz. Das ist tatsächlich auch ein Projekt, das ich gerne noch machen möchte, dass ich in einem künftigen Video gerne einmal das probieren möchte, den Sieb anstatt einem Diffusor zu benutzen. Ist also sowieso schon in Planung, werde ich in Betracht ziehen, dann euch natürlich mitzuteilen, wann ich das vorhabe. Aber danke für das Kommentar. Und ja, viele im Internet schreiben, man kann stattdessen auch ein Sieb nehmen. Ich habe bisher die Erfahrung gemacht oder gelesen, dass sich das nicht so gut durchgesetzt hat oder dass das nicht so erfolgreich war, wie wenn du dir das richtige Produkt dafür kaufst. Das dritte Kommentar ist von Kim Ister. Sie schreibt: Naturebox ist nicht Curly Girl approved. Es hat Alkohole drin, die die Haare austrocknen. Natürlich, liebe Kim, lieber Kim, ich weiß nicht, ob es ein Er oder eine Sie ist, Grüße an dich. Mir ist natürlich jetzt im Nachhinein klar, dass die Naturebox Produkte nicht safe sind. Da gibt es nur diese Leave-In-Produkte, so eine Pflegecreme und so ein Feuchtigkeitsspray. Das darf man benutzen, aber die Shampoos wie auch die Spülung sind nicht safe. Ich weiß das mittlerweile, auch wenn das Kommentar vor 2 Monaten gemacht wurde. Das Video dazu ist, glaube ich, mittlerweile 5 oder 6 Monate alt. Also danke an die, die mich immer wieder daran erinnern, dass die Produkte nicht safe sind. Ihr müsst das nicht mehr machen. Mir ist das durchaus bewusst. Ich benutze sie auch gar nicht mehr. Ich habe sie zwar da ich nichts wegschmeiße. Ich nehme sie aber nur für zwischendurch, wenn ich mal das Gefühl habe, ich habe zu viele Produkte und möchte einen Final Wash machen. Also ihr müsst mir das nicht mehr schreiben, ist mir durchaus bewusst. Lea Victoria Turner schreibt: Bei der Curly Girl Methode darf man eigentlich kein Shampoo verwenden. Nur ganz am Anfang beim ersten Mal waschen, wenn man mit der Methode startet. Man darf nur Spülung verwenden und die sollte safe sein. Dazu kann ich sagen, einerseits ja, andererseits nein. Es gibt die Curly Girl Methode eben, diese offizielle Fassung ist wirklich nur ein Co-Wash oder kompletter Verzicht auf Shampoo oder jeglichen Ersatz. Ich mache persönlich mittlerweile auch die Co-Washing Methode, weil ich damit am besten fahre. Aber die stark oder schnell fettende Kopfhaut und damit auch Haare haben, die brauchen einfach zwischendurch ein Shampoo. Und da nimmt man eben dieses Baby Love von DM, heißt es, glaube ich, so ein Baby-Shampoo. Oder was ich mittlerweile benutze, ist eine Intim-Waschlotion. Ich glaube, das ist auch die Rossmann-Eigenmarke. Facelle heißt die, oder Facella. Habe ich sehr gute Erfahrungen mit, schäumt sehr gut und hat eben nicht diese ganzen schädlichen Inhaltsstoffe. Hat einen guten pH-Wert, der zu der Kopfhaut passt. Also es stimmt teils, teils. Am Anfang natürlich wäscht man einmal mit einem richtig tiefen reinigenden Shampoo. Aber generell ist es kein Muss, dass man sagt, man darf die Curly Girl Methode nicht ohne Shampoo machen. Ella Wall hat mir geschrieben: Schöne Stimme und einen netten Smiley. Vielen lieben Dank auch für solche netten Kommentare. Es sind nämlich nicht nur viele Fragen, die ihr mir schreibt, oder manche auch, die wirklich eine extreme Kritik haben und mir schreiben, ich hätte weder Locken noch Wellen, sondern es gibt auch sehr oft sehr liebe Kommentare mit Stimmen, die sehr dankbar dafür sind, dass ich mir die Mühen mache. Ich mache das wirklich alles sehr, sehr gerne. Es macht mir viel Spaß. Und ja, ich freue mich auch über solche Kommentare natürlich immer sehr. Fein Superstar hat geschrieben: Versuch es doch mal im Bereich der Naturkosmetik oder der alternativen Kosmetik. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht, in dem ich
versucht habe, die Curly Girl Methode nur mit Produkten zu machen, die entweder selbst hergestellt sind oder vegan und tierversuchsfrei sind, ist mir auch ganz gut gelungen mit dem Faith in Nature Conditioner. Der ist ja, den liebe ich ja und der ist wirklich super klasse. Ansonsten habe ich mir jetzt auch den Duschbrocken bestellt. Jeder, der ihn kennt, es dauert aktuell ein bisschen mit der Lieferung. Ich bin super gespannt, wenn er kommt. Ich werde euch natürlich wissen lassen, ob es für die Curly Girl Methode funktioniert. Er ist aber offiziell proof, also darf benutzt werden. Und wenn ihr jetzt dieses Video schaut und Naturkosmetik kennt, mit der man die Curly Girl Methode machen kann, dann schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare. Ich lasse mich da immer wieder gerne belehren, was noch so funktioniert. Denn diese typischen Naturkosmetika, diese zum Beispiel Altera Shampoos und Spülungen, sind leider alle nicht safe und ich persönlich habe mit denen noch einfach keine guten Erfahrungen gemacht. Marlini hat mir geschrieben, warum machst du den Leave-In nicht, wenn du die Haare aus dem Shirt befreist rein? Das bezieht sich auf mein Video, in dem ich euch gezeigt habe, wie das Plopping funktioniert. Leave-In ist es einfach immer wichtig und auch Haargel einfach reinzumachen, bevor ihr mit dem Trocknungsvorgang mit euren Haaren anfangt. Ihr sollt nämlich, wenn die Haare trocknen, nicht mal mit den Händen reingehen. Das bringt Frizz, das bringt eure Haarstruktur durcheinander. Sondern Leave-In und alles direkt nach dem Waschen in die Haare reinpacken, mit eintrocknen lassen. Und deswegen eben die Antwort, damit die Haare am Ende ein schönes Ergebnis haben und Frizz minimiert wird. Kawaii Tenji schreibt, ich möchte das auch unbedingt probieren, aber das keine Haare kämmen macht mir irgendwie Angst. Bei mir sind immer so viele Knoten drin und auch mit viel Spülung, dass ich mich immer frage, wie andere das machen. Dazu kann ich einfach nur sagen, Haare kämmen in dem Sinne müsst ihr nicht und wenn ihr es tut, sowieso nur dann, wie sie schon schreibt, wenn ihr gerade dabei seid, die Haare zu waschen und sehr viel Spülung, Conditioner drin ist, könnt ihr entweder mit den Fingern durchgehen als einen guten Kammersatz, wenn ihr keinen habt. Ansonsten nehmt einen groben Kamm, damit kriegt ihr sehr gut Knoten aus den Haaren raus, wenn ihr euch da ein bisschen Mühe gebt und langsam und vorsichtig durchgeht. Ansonsten gibt es diese ganz berühmte Denman Brush, die werde ich künftig auch irgendwann mal ausprobieren, wenn ich mich doch entscheide, eine zuzulegen. Bisher fahre ich aber mit meinem Tangle Teaser ganz gut, der ist extra für sehr dicke Haare, so ein dunkelroter. Und mit dem bin ich auch sehr zufrieden und kann mit dem auch sehr gut Produkt verteilen. Also wirklich nur, wenn ihr Spülung drin habt, nicht im trockenen Zustand die Haare kämmen. Das Jula hat geschrieben, super erklärt, Dankeschön. Kann man das nicht auch am zugestöpselten Waschbecken machen? Bezieht sich auf mein Video zu der Bowl Method, da haben ja auch ganz viele drunter schon geschrieben. Man braucht nicht unbedingt eine Schüssel, sondern wenn ihr keine Schüssel habt, vor allem nicht in dieser Größe, nehmt einfach euer Waschbecken, macht den Stöpsel unten zu und ihr könnt dort genauso auch die Bowl Method anwenden. Mamatu hat mir ein schönes langes Kommentar geschrieben. Also ich bin echt begeistert. Seit 2,5 Wochen bin ich umgestiegen auf das Roggenmehl-Shampoo. Und es ist super. Meine Kopfhaut geht es besser, meine Haare sind trotz blondierter Strähnen schön gepflegt und die Haare fetten auch weniger schnell. Dazu kann ich nur einfach sagen, für die Probleme mit fettiger Kopfhaut und von Shampoo wegkommen möchten, probiert es wirklich mal mit dem Roggenmehl-Shampoo aus. Ein Video davon habe ich auch schon gemacht. Ich höre da sehr viele gute Sachen drüber. Ich höre sehr oft, dass viele damit sehr zufrieden sind und auch früher fettige Haare haben und dann künftig nicht mehr so oft waschen müssen. Also wenn es euch interessiert, versucht es wirklich. Ich selber mache es auch noch hin und wieder und bin damit auch super happy. Sibylle Jansen hat mir geschrieben, hübsches Seidenhäubchen wie im Mittelalter. Da geht es darum, dass ich für die Curly Girl Methode, um über Nacht die Locken schön erhalten zu können, ein Seidenhäubchen übergezogen habe, wo ich nur dazu sagen kann, mir ist völlig bewusst, dass das bescheiden aussieht. Ich würde so auch nie rausgehen. Aber es erfüllt einfach seinen Zweck, kann ich nur jedem ans Herz legen, der über Nacht seine Locken erhalten möchte, dass sie morgens nicht so platt gedrückt sind und der Refresh ein bisschen einfacher ist. Aber natürlich diese ganzen Sachen, da geht es nicht darum, dass ihr nachts schön aussieht. Wenn, dann muss euer Partner damit leben, dass ihr über Nacht so aussieht. Aber wenn ihr aber schöne Locken und Wellen am nächsten Morgen haben möchtet, denke ich, ist das doch verkraftbar, dass ihr über Nacht dann halt nicht so toll aussieht. AKI AKL hat geschrieben, ein schönes Video. Allerdings wird davon abgeraten, die Haare über Nacht auf diese Art trocknen zu lassen, da das feuchte Klima über Stunden der Kopfhaut nicht gut tut und im schlimmsten Fall auch Pilze begünstigen kann. Das lese ich sehr oft zum Thema der Plopping-Methode über Nacht, also die über Nacht die frisch gewaschenen Haare in so einem Baumwoll-T-Shirt oder Baumwollhandtuch eingewickelt zu lassen. Und ich kann auch wirklich selber nur sagen, ich würde davon abraten, das über Nacht zu machen. Ihr habt dann ein sehr warmes Klima in diesem Handtuch oder T-Shirt drin und eure Kopfhaut macht immer noch Wärme nach und so richtig trocknen tun sie auch nicht über Nacht und es kann wirklich Pilze begünstigen. Also Plopping-Methode wirklich nur ein paar Stunden. Ihr könnt es auch mal über den Tag machen, aber nicht über die komplette Nacht hinweg. C. hat mir nett geschrieben, deine Haare haben sich echt klasse entwickelt. Dazu kann ich dir nur und allen anderen mein kürzlich gemachtes Video empfehlen, wo ich mal so ein bisschen aufgeräumt habe, wie sich meine Haare in den letzten, ich glaube, 7 Monate entwickelt haben, seit ich die Curly Girl Methode angefangen habe. Und vielen lieben Dank für das Kommentar. Ja, es steckt auch sehr viel Arbeit dahinter.
Lea Thielsch hat mir geschrieben, habe gehört, man soll gar kein Shampoo benutzen, sondern nur mit Spülung. Was ist denn jetzt richtig? Das bezieht sich auch nochmal auf eines der Kommentare vom Anfang. Wie gesagt, ihr dürft eure Haare nur mit Spülung waschen, ihr dürft eure Haare auch mit Shampoo waschen. Findet einfach für euch den richtigen Weg und es gibt kein wirkliches richtig oder falsch, solange ihr die richtigen Produkte benutzt. Und zu guter Letzt hat die oder der liebe Liebesblut geschrieben, hey Plunderstückchen, deine Videos sind toll und sehr informativ. Vielen lieben Dank. Dickes Lob und großes Danke dafür. Du sagst, dass du Honig neuerdings ins Leinsamengel tust. Wie viel machst du da rein? Tust du es mit aufkochen oder machst du den Honig rein, wenn das Gel abgekühlt ist? Dazu kann ich sagen, dass ich, wenn ich die Leinsamen mit dem Sieb abgeschöpft habe, packe ich das in dieses übrig gebliebene Leinsamengel rein, was noch richtig heiß und perfekt ist, damit ihr was untermischen könnt. Ich nehme 1 bis 2 Teelöffel, die ich dazu tue. Je nachdem, für mich reicht das vom Halt. Die, die mehr brauchen, können natürlich dann beim nächsten Mal kochen noch einen Teelöffel mehr reinpacken. Für mich reicht das aber und es definiert die Haare super toll. Man braucht nicht unbedingt das gekaufte Gel, sondern wenn man einfach merkt, das Leinsamengel hat nicht genug Halt und ist zu schnell wieder raus aus den Haaren und die Haare hängen sich wieder aus, packt einfach Honig dazu. Ist wirklich ein super Geheimtipp. Das waren dann nun die 15 Kommentare, die ich rausgesucht habe. Ich habe einfach mal die rausgenommen, von denen ich dachte, dass die Infos für euch interessant oder wichtig oder spannend sein könnten. Ich bedanke mich dafür, dass ihr wieder bei mir wart, mir zugeschaut und zugehört habt. Falls ihr noch andere Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich werde sie beantworten, sobald ich sie lese und auch wenn ich eine Antwort dazu weiß. Ansonsten ist hier immer ein schöner Austausch und jeder hilft hier jedem, finde ich super toll. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir doch einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns demnächst zu einem neuen Video wieder.